Gold in meinen Finger zwischenräumen. Ich habe die Azteken bestohlen. Vor 500 Jahren mit einem Holzfloß nach Mexiko. Vor 501 Jahr das Holz aus dem Wald schlagen. Riesige Buchen, ganz klein in meinen Händen. Vorsichtig löse ich die Borke vom Stamm und finde Angst dahinter, Panik und Jahresringe. Ich blätter mich durch die Ringe, durch das Holz, verzettel mich in den Jahren. Aus 807 baue ich mein Floß. Die Azteken bewundern es. Sie erkennen, ich habe während der Überfahrt meinen Kopf darüber entleert und bin nichts weiter als ein Rüssel ohne Elefant, ein leerer Schlauch. In einem Blumenwagen fahren sie mich in ihre Stadt, umgeben von Chrysanthemen, Wacholder und Heidelbeeren. Fühle ich mich als erster Gentrifizierer, weil sich die einfachen Azteken keine Blumen mehr leisten können. Es gibt Probleme. Es gibt wirtschaftlich-ökonomische Probleme. Dazu die Migration in Spanien. Der König befragt mich zu meinem Floß. Das Aztekenreich befände sich erst im Jahr 311. Ich sage ihm, du bist doch der König. Wenn du sagst 1992, dann ist auch 1992 zum Beispiel. Er sagt, komm, wir gehen in meinen Wald. Irgendwo da drin ist das Jahr, das ich suche. Tagelang blättern wir uns durch die Baumborken, verzetteln uns im Blickdicht seines königlichen Waldes. Dann, nach Tagen, neben der Leiche von Bambis Mutter, neben der Leiche von Bambis geschächteter Mutter, neben einem keuchenden Matthias Sammer, finde ich einen Baum mit 807, der Aztekenkönig weint vor Glück und lässt mir die Finger zwischen Räume sehr langsam mit purem Gold tätowieren. Er sagt, der Elefant ist tot, aber den Rüssel wird auch niemand mehr finden.